Hallo meine kleinen Bastelschlawiner, hier ist wieder eure Bibi. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt, möchte ich heute mal gucken, ob es eine Alternative gibt, also eine günstige Alternative zu diesen Enamel Dots. Ich weiß, ich keine Ahnung, Dots halt. Ich sagen wir einfach mal Pearl Marker Paint. Ta. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann es auf jeden Fall nicht aussprechen. Ich schreibe es aber oben in, also ihr wisst, ihr seht es ja dann oben in dem Titel. Und zwar habe ich mir bei Action Pearl Marker gekauft. Ich habe mir beim 1-Euro-Shop Pearl Marker gekauft. Und dann habe ich gesehen in meinem Bastelbedarf, weil Bibi bastelt, seitdem sie auf der Welt ist. Und wenn was nicht leer ist oder kaputt ist, kann sie es natürlich auch nicht wegschmeißen, weil man könnte es ja immer wieder gebrauchen. Habe ich noch in meinem Fundus dreimal Pearl Marker gefunden, die ich gar nicht mehr wusste, dass ich die überhaupt habe. So, und ich würde euch jetzt einfach mal die verschiedenen, also ich habe hier ein bisschen gebastelt, aber ist ja auch, eigentlich war es nur für mich ein Probelauf, aber ich habe mir gedacht, ich lasse euch teilhaben. Und dann habe ich hier noch auf Folie, damit wir dann eben morgen gucken können, ob sie was geworden sind. Entschuldigung, falls ab und zu der Stuhl knirscht oder die Kamera wackelt. Das gehört zu mir. Okay, gut. Ja, wie ich schon gesagt habe, dass wir morgen gucken können. Also dieses Video wird aus zwei Teilen bestehen, die ich aber zusammenschneiden werde. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken, außer dass die Bibi vielleicht einen anderen Nagellack dran hat oder mal auch saubere Hände hat oder einen anderen Pulli anhat oder sonst irgendwas. Genau. Jetzt fangen wir aber an, bevor wir lang rumquatschen, mit den Action Dots. Und zwar, die kennt ihr bestimmt alle, sind es diese hier. Da habe ich mir diese Varianten geholt. Noch zwei. Genau, das sind diese hier und es sind auf meinem Blatt dann die erste Reihe links. Da schauen wir doch gleich mal hin. Da ich mit diesen Perlenmarkern zum ersten Mal arbeite und auch noch nie mit diesen Enamel Dots gearbeitet habe, schauen bei mir alle natürlich nicht perfekt aus. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, wie erhaben sind sie am Schluss? Wie ist es auch für Anfänger, diese Nasen wegzukriegen? Also ich finde, da ist auch eine wichtige Sache, ob sie relativ flüssig sind oder dann fest, weil umso fester, umso mehr Nasen hat man, meiner Meinung nach. Und ja, genau. Warum rede ich heute eigentlich so viel? Ja, okay, ich rede immer viel. Ich rede immer viel. Gut, wir fangen mit den Action Dots an. Und das ist die erste Reihe links. Meine Kamera spinnt heute etwas, deswegen, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Genau. Das sind diese hier und im feuchten Zustand, ja, Kamera, wie möchtest du das bitte den Leuten jetzt zeigen? Gar nicht. Okay. Auf jeden Fall, ihr seht es leicht, weil meine Kamera heute sehr spinnt, sind sie leicht erhaben, gehen aber auch schon runter. Also ihr seht es ja, ich habe von links nach rechts gearbeitet und die ersten zwei von den Action-Markern sind schon sehr glatt. Aber wurscht, wenn sie am Schluss schön sind und nicht ganz glatt sind, darf das ruhig sein. Genau, das sind die hier. Wie ihr seht, ich habe sehr gebastelt. Jetzt schauen wir mal, ob ich vielleicht an der Kamera zoomen kann. Ja, genau. Genau, das sind die hier. Ich hoffe, ich werde noch besser und habe nicht so viele Augen und Nasen in meinen Punkten. Hallo, Kamera? Genau. So, das waren die vom Action. Wir gehen weiter zum 1-Euro-Shop. Da habe ich mir diese hier gekauft. Da sind jeweils drei Stück in einer Packung und kosten dann 1 Euro. Also drei Stück, 1 Euro. Super, kann man nichts sagen, wenn sie dann auch was taugen, gell? So, gleich mal raus aus dem Bild. Das wäre dann die zweite Reihe von links. Genau, also jetzt noch ganz frisch. Ich hoffe auch, ich weiß es ja nicht, wie es ist, ob
wenn die sich dann legen, wenn sie trocknen, ob die dann vielleicht ein bisschen die Nasen zurücknehmen. Ich habe wieder mal gebartelt, ihr seht es ja. So, genau, das sind dann die. Auch die habe ich, ich lege das mal kurz beiseite, auf diese Verpackung vom Bräugefolder abgedrückt, um zu schauen, ob man sie dann abnehmen kann und benutzen kann. Wäre dann diese Reihe, genau. Also die finde ich zuckersüß und 3 Stück für 1 Euro. Also die gefallen mir bis jetzt, glaube ich, im nassen Zustand auf jeden Fall am besten. Ja, genau, hier seht ihr das nochmal. Die sind bis jetzt noch alle erhaben. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Dann legen wir das wieder auf die Seite. Gut, dann machen wir weiter mit den DIY 10,5 Milliliter. Das sind, habe ich jetzt hinten gesehen, welche vom Wollwort. Mach scharf. Naja, man kann es ja ahnen. Da seht ihr es. Genau, es sind welche vom Wollwort. Die schauen super aus. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Wie viel die gekostet haben, kann ich euch leider nicht sagen, da ich nicht weiß, wie lange die schon in meinem Besitz sind und in meiner Schublade liegen. Also ich finde, die sind super. Die gefallen mir richtig, richtig, richtig gut. Ich habe aber Bedenken. Ich habe Angst, dass die in das Blatt einziehen und nicht erhaben bleiben. Hier habe ich sie auf meiner Folie. Das wäre dann die mittlere Reihe. Habe auch leider nur diese Farben. Wenn die nicht ins Blatt einziehen oder nicht ganz flach werden, dann werde ich auch auf jeden Fall zum Wollwort schauen und mir mehrere Farben davon besorgen. Genau, das war jetzt die mittlere Reihe. Dann machen wir weiter mit den auch von DIY mit 30 Milliliter. Ich denke, das war bestimmt auch vom Wollwort, weil ich kenne diese Marke jetzt eigentlich. Wo gibt es denn die Farbe noch? Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich keine Ahnung. Auf jeden Fall, die denke ich, die nächsten sind schon uralt, weil ihr seht es am allerbesten beim Gelben. Oder wartet sich Zoom wieder mit der Kamera, weil sonst wird das nix. So, Moment. Ihr seht es am Gelben, total verbarzelt. Da sind Stückerl drin. Ihr seht es bei Orange, Grün. Was ich richtig schön finde, ist das Schwarz, das Pink und das Weiß. Ja, das Weiß hätte ich schön auftragen können, aber das Schwarz und das Pink und das Weiß finde ich mega. Da hoffe ich auch mal, dass da was Gutes draus wird. Also wie gesagt, da kann ich euch nicht sagen, woher ich die habe. Habe ich sie euch schon gezeigt? Egal, wenn nicht, zeige ich sie euch nochmal. Das wären diese hier. Genau. Steht leider wirklich auf keiner einzigen Flasche drauf, woher die sind. Steht auch kein Alter drauf. Würde mich mal interessieren. So, da zeige ich euch natürlich auch noch diese Schablone. Also diese Verpackung. Also das Schwarz. Wenn meine Kamera heute mal filmen wollen würde, würde ich euch sagen, dass ich das Schwarz mega finde und das Weiß und eben, was war das noch für eins? Das Pinke, genau. Aber wir werden morgen sehen. Ich habe mich dazu entschlossen, ihr seht das wahrscheinlich, das Orange, das Grün und das Gelb wegzuschmeißen. Wenn jemand Barzel Pearl Pain Farbe haben möchte, kann er sie gerne haben, schreibt es mir einfach. Genau, das waren die. Und zu guter Letzt kommen von Stanger Pearl Marker. Eine gute Marke, wie ich denke. Ich kaufe mir eigentlich nichts von denen. Die sind auch schon uralt. Man sieht es. Moment, ich zeige es euch mal. Da muss ich schon als Kind etwas hardcore gewesen sein. Da habe ich nämlich einfach die Spitzen abgeschnitten. Meine Kamera, du nervst heute. Heute nervt sie wirklich. Kamera, magst du bitte arbeiten? Hallo? Nee, meine Kamera möchte heute einfach nicht arbeiten, dann wollen wir sie doch auch nicht zwingen, oder? Doch, wir zwingen sie. So, ich hebe sie nur ganz leicht an. Ihr seht es, ich habe es abgeschnitten.
Weil ich war immer schon so, wenn mir was nicht gefallen hat, dann wenn was nicht ging, dann musste es gehen. Also Gewalt ist eine Lösung beim Basteln. Also nicht in, wisst ihr schon. Naja, gut, auf jeden Fall sind die steinalt. Aber schaut euch mal den rosanen Punkt an. Ist der nicht toll? Ich finde den toll. Auch der silberne. Also in der Kamera kommt es heute. Da meine Kamera ja nicht will. Da könnte ich ausflippen hier heute. Silber, dunkelblau und rot. Das Rot habe ich jetzt so gibt. Nee, da sind auch schon Stücker drin. Okay. Wird auch aussortiert. Auf jeden Fall das Rosa, das Blau und das Silber. Super. Und da gucken wir doch gleich mal, wie das hier aufgetragen ist, wie es aufgetragen auf der Folie ausschaut. Also ich glaube, ich arbeite heute vom Reden her genauso gut wie meine Kamera vom Bild her. Ja, genau. Und das waren diese fünf Möglichkeiten, eine günstige Variante zu den Enamel Dots zu finden. Ich hoffe, dass wenn wir wirklich bis morgen warten und uns das Ergebnis dann angucken, dass auch irgendwas dabei ist. Denn sonst war das ganze Video umsonst. Oder nein, für euch nicht umsonst, weil dann wisst ihr, was ihr euch bitte nicht holt. Oder so, was ich euch nicht empfehle. Genau, also ich werde jetzt einen Cut machen, ihr werdet es nicht merken. Werde jetzt in die Arbeit gehen. Juhu, wie wieder vom Samstag arbeiten gehen. Ich freue mich. Nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Pfiat euch! So, meine kleinen Bastelschlawiner, es sind jetzt genau 24 Stunden später. Oh, Entschuldigung. Es sind jetzt genau 24 Stunden später. Bei mir ist es mittlerweile Sonntag. Hoppala, ihr wackelt. So, wir wollten uns das jetzt mal anschauen. Ich muss gestehen, ich bin ein Schwein. Ich habe, nein, nicht so. Dieses Ding habe ich leider so hingelegt, dass natürlich auch meine Katzen hinkommen konnten. Und ihr seht es, ich hatte ein paar Katzenabdrücke in meinem Bastelzimmer am Schluss. Okay, aber jetzt zurück. Wir haben ja im ersten Teil des Videos diese Farben getestet, um zu schauen, ob es eine günstige Alternative zu den Dingern da gibt, zu diesen, ja, E-Dots. Mehr sage ich nicht. Genau. Die ersten waren hier die von Amazon. Moment, ich stelle euch mal ein bisschen höher. Upala. So, die ersten waren ja die hier von Amazon, von Action. Genau. Ich schiebe das nochmal aus dem Bild. Ihr wisst es ja, das war die erste Reihe links. Hier diese hier. Schauen wir uns jetzt einmal an. Also, wenn die Katzen jetzt drin nicht drin rumgestiefelt wären, sind die schon ganz in Ordnung, aber ja, ich denke, wenn man es irgendwann kann, ohne Nasen es aufzutragen, sind die eine relativ gute Alternative zu den teuren Dots. So, dann machen wir weiter mit den von 1-Euro-Shop. Ihr wisst, in jeder Packung sind 3 Stück drin für 1 Euro. Das wäre dann die zweite Reihe hier. Ja, also wenn ich das drauf habe, irgendwann keine Nasen mehr zu machen, muss ich jetzt wirklich gestehen, von denen vom 1-Euro-Shop fast schon mehr begeistert als von Action. Aber ich muss es erstmal hinkriegen, keine Nasen mehr zu gestalten. So, dann haben wir diese hier, von denen ich eigentlich am meisten begeistert war. Und zwar sind es die hier vom Woolworth. Und ich war total begeistert von ihnen, hatte aber gestern schon irgendwie die Angst, dass die sich ins Blatt einziehen. Und was haben sie gemacht? Eingezogen. Also sie sind überhaupt nicht erhaben. Ihr seht es im Vergleich.
Ja, leider, aber ich werde sie nicht wegtun, weil ich finde, man kann auch so schöne Dinge damit machen. Aber richtig schade, ich fand die echt am besten. Also man spürt sie schon, klar, es ist ja auch was drauf auf dem Papier, aber nee, es ist keine gute Pearl Paint Farbe. Aber schöne Farben, schaut sich mal an, wie schön glitzern. Also muss ich schon sagen, die bleiben auf jeden Fall in meinem Inventar. Genau, dann machen wir weiter mit diesen hier, wo ich gesagt habe, die habe ich schon seitdem ich auf der Welt bin oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die ich in meiner Schublade gefunden habe, wo ich leider nicht weiß, woher die sind. Könnte natürlich auch Wollwort sein, weil diese Marke eben bei dem anderen auch drauf ist. Und das sind diese hier. Da war ich ja gestern so begeistert von dem Schwarz, dem Pink und dem Weiß. Und von denen nicht. Die kommen, wie gesagt, weg. Die brauche ich nicht. Ja, ich denke, mit bisschen Übung können die ganz gut. Na, wo seid ihr denn da? Abschließen. Oh Gott, schaut euch mal das Orange und das Gelb an. Oh, ein Unfall. Naja, gut. Kommen auf jeden Fall weg. Wisst was? Ihr seid dabei, die kommen gleich weg, weil da tun wir nicht lang rum. So, genau. Nicht, dass sie wieder in der Schublade landen. So, und jetzt zu guter Letzt. Hier diese hier, die man auch übrigens. Also sie sind bügelfest, sie sind bei 40 Grad waschbar. Also du kannst sie. Oh, schaut's mal, die habe ich auch vom Teddy. Das wusste ich gar nicht. Genau. Also sie sind bei 40 Grad waschbar. Du kannst auf Tassen, also auf Porzellan damit deine Sachen verzieren. Auf Papier, Bilderrahmen, also Papier halt und eben Klamotten. Finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt schauen wir mal, wie das geworden ist. Ich sag nur. Die Rot kommt weg. So, schauen wir mal. Genau, das sind diese hier geworden. Oh, schaut's mal, das Silberne ist toll. Also ich glaube, mit bisschen Übung sind die alle nicht so schlecht. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir hier das Schwarz am besten gefällt und hier das Silber hat bei mir fast gewonnen. Die anderen werden schon sehr flach. Schaut mal den schwarzen an, der ist doch super, oder? Und der silberne erst. Also es schaut aus, als würde der gleich runtertropfen. Gefällt mir richtig gut. Genau. Also, soweit zu diesem. Jetzt schauen wir mal, wie weit sie überhaupt bei den 24 Stunden getrocknet sind. Wollt ihr da das auch nochmal angucken? Also ihr seht das auch hier nochmal, dass diese hier. Ja, okay, diese kleine, der Opala, wo ist sie, die kleine Spitze hier, ist rausstehen geblieben, aber sonst leider flach geworden. Genau, also die unteren, die beachten wir jetzt mal nicht, da sind die Katzen drin rumgestiefelt. Wir fangen jetzt einfach mal an mit denen vom Action. Ich habe jetzt hier ein ganz normales Skalpell. Schauen wir mal, ob die sich von diesem Ding hier. Ich habe es vorher sauber gemacht, damit eben nichts, keine Spuren von irgendwas drauf sind. Aha, schaut's mal her. 24 Stunden haben nicht gereicht, obwohl es ein relativ kleiner Punkt ist. Also ich habe extra nicht viel Farbe genommen. Nee. Ja, meine Finger schauen wieder aus wie Sau, ich weiß. Aber mein Gott, so ist es, wenn man bastelt. Also bei den Action. Dingern, wenn ihr euch vorarbeiten möchtet auf den Folien, würde ich euch raten, etwas länger als 24 Stunden zu warten. Jetzt machen wir es mal nochmal bei dem hier oben. Schauen wir mal, ob das was wird. Na, schaut auch noch relativ, also relativ feucht aus. Hoppala! Und, haben wir ihn abgekriegt? Ja, wo ist er? Hier ist er, schaut mal her. Also da würde ich euch wirklich raten, oder ich besser gesagt rate ich es mir, würde ich ein bisschen warten, bis, also länger als 24 Stunden. Ihr seht es, man kann den noch zermatschen. So, das war mal ein Dot. Gut, dann gehen wir weiter zu den 1 Euro Shop Pearl Paint Farben.
Dann nehmen wir jetzt erstmal hier so einen kleinen. Schauen wir mal, was der nach 24 Stunden so macht. Na? Warte, jetzt muss es in die Hand nehmen. Auch wenn ihr da meine dreckigen Finger seht, aber da müsst ihr jetzt leider durch. Es geht ja hier nicht um meine Hände. Oh, also so 24 Stunden. Nehmen wir den mal ab. Entschuldigung. Opa. Oh, upa. So. Das wäre der hier. Was habe ich denn? Ach, Kleber. Ich habe vorher Karten gebastelt. Genau, das wäre der hier. Ist auch noch leicht feucht, aber finde ich super. Muss ich echt sagen. Ein bisschen länger als 24 Stunden, aber wenn man sich die auf diese Folie hier macht, dann macht man die sich ja sowieso vor. Also ich zum Beispiel werde jetzt so ein Ding nehmen und mir hier die obere Hälfte nur mit diesen türkisen Punkten machen. Und die brauche ich ja nicht alle gleich. Deswegen, also ganz ehrlich, die vom 1-Euro-Shop, die gefallen mir. Jetzt machen wir aber noch einen, und zwar einen größeren mit mehr Farbe. Jetzt schauen wir mal, wie das mit mehr Farbe abgeschlossen hat. Oder ob der auch noch sehr feucht ist. Oh, schaut's her. Er schiebt sich schon zusammen. Legen wir auch mal hier ab. Also, etwas länger als 24. Ist es überhaupt im Bild? Oh, meine Stimme versagt heute. Etwas länger als 24 Stunden warten, dann finde ich die eigentlich echt in Ordnung. Ja, da ich aber kein Fachmann bin, nehmt es mich nicht für ernst. Probiert es einfach selber aus. Ich kann euch nur abraten von denen hier, die wo vom Wallboard sind, die wo ich schon zu Hause hatte. Also so von der Farbe eben her nicht, aber von, wenn ihr wirklich Pearl Paint machen wollt, dann sind die gar nichts. Genau. Dann gehen wir mal weiter, und zwar zu meinem Lieblingsdot, den hier, dem schwarzen. Schauen wir mal, ob er was geworden ist. Okay, let's go. Der Hase. Ich habe Angst, ihn zu zerstören, aber oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Nee, Leute. Ich glaube, der braucht auch länger als 24 Stunden oder löst sich da vielleicht auch gar nicht. Okay, schade. Ah, hier ist er. Hier ist der Dot. Der Doddledi Dot. Genau, den tun wir jetzt mal zu den anderen. Also, ich würde euch bei, glaube ich, allen raten, länger als 24 Stunden zu warten. So, jetzt gehen wir aber noch zu Stanger. Diese hier. Und probieren die mal aus. Sie fühlen sich von allen, muss ich mal ehrlich sagen, am besten an. Die sind hart. Man kann sie nicht zusammendrücken. Jetzt schauen wir mal, ob wir sie auch abkriegen. Hoppla. Wow, ich bin begeistert. Guckt's mal. Ich bin happy. Moment, ich komme gleich in die Kamera. Die sind toll. Oh, da werde ich gleich zum Teddy morgen laufen. Ah, oh, die sind super. Also die kann ich empfehlen. Werden wahrscheinlich ein bisschen teurer sein als jetzt auf 3 Stück für 1 Euro oder, oh, Entschuldigung, wackel, wackel, knirsch, knirsch. Aber die finde ich ja super toll. Oh Gott, ich bin begeistert. Komm, wir machen gleich noch einen ab. Wahrscheinlich wird das jetzt der größte Fail. Schau, oh Gott, ist das toll. Also toll. Mega, 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 mega. Vielleicht hole ich die Rot doch nochmal aus dem Mülleimer. Na? Oh Gott, ich bin wirklich, ich bin happy. Ist es nicht toll? 24 Stunden und die sind mega. Also, ich habe eine Alternative gefunden. Also für mich, nun habe ich die wirklich schon so lange zu Hause, dass ich gar nicht garantieren kann, dass der Teddy jetzt noch hat. Ich habe ja auch gerade jetzt eben erst entdeckt, dass die vom Teddy sind. Oh Gott, Leute, ich bin so happy. Sind die nicht toll? Ich zoome euch mal hin. Ah, jetzt.
Ja klar, sie sind nicht perfekt, weil ich sie gemacht habe und weil es mein erstes Mal war. Aber ich bin voll happy. Ich finde die mega. Ich werde dann nochmal, also ohne euch, schauen, wie im weiteren, keine Ahnung, im weiteren Tagesverlauf, ob aus denen noch was wird, hier vom Action und keine Ahnung. Was ich empfehlen kann, die vom Action und die vom 1-Euro-Shop, die kann man auf jeden Fall direkt aufs Blatt nehmen. Aber ich finde so, bis jetzt bin ich jetzt nicht so begeistert für die Vorarbeit, wenn man die machen will. Aber ich bin so happy. Leute, ich glaub's das nicht. Ich habe echt gedacht, das wird so ein Fail, weil ich ja sowas noch nie gemacht habe. Aber die sind ja mega. Oh Gott, ich bin so glücklich. Drückt mir bitte, 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 uppala, 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 die Daumen, dass es die beim Teddy noch gibt. Also ich möchte es mir jetzt nicht unbedingt teuer in ein Bastelgeschäft kaufen von dieser Marke, weil da kann ich mir gleich die Dots holen. Gott, ihr werdet mich alle verarschen, weil ich dieses Wort nicht aussprechen kann. Naja, ich bin glücklich. Vielleicht wisst ihr ja noch, wenn es die beim Teddy nicht gibt, wo es die noch gibt, und zwar für einen erschwinglichen Preis. Dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin so happy. Und ihr müsst, ich schaut's mal hin. Also, die sind ja riesig. Also, riesig jetzt nicht, aber die sind ja das Doppelte von dem Schwarzen jetzt hier ungefähr. Und sind trotzdem trocken. Oh Gott, wie toll. Ich sag's euch, es lohnt sich nicht immer gleich alles wegzuwerfen. Mädels und Jungs, dann. Wie gesagt, das war mein erstes Mal, mein Test mit euch zusammen, ob es eine Alternative gibt. Und für mich gibt es die. Ui, schaut's mal her, der ist sogar noch so feucht, dass man den gar nicht richtig wegschieben kann. So, für mich gibt es die, und zwar die Stange. Das sind diese hier. Ich finde sie mega. Macht euch noch einen schönen Sonntag oder egal welchen Tag. Ich weiß nicht, an welchen ihr es anschaut. Ich werde jetzt noch ein kleines Video für Mittwoch drehen. Ach ja, zur Info. Ich versuche jetzt immer, weil ja, ich habe leider keinen Urlaub mehr, am Mittwoch ein Video hochzuladen und am Sonntag ein Video hochzuladen. Und hoffe, ihr seid dabei. Denkt an das Gewinnspiel. Ab 150 gibt es die nächste Verlosung. Ich habe euch mega lieb und wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße aus dem verschneiten Garmisch von eurer Bibi.